bin Carsten in Velbert. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. So, der Kalender sagt, der Frühling ist da. Nur leider ist er im Moment nicht zu sehen. Nachdem er am Dienstag eigentlich schon schönes Wetter war und ich ohne Jacke unterwegs war, diesmal jetzt wieder mit Jacke. Ich bin wieder in der Gegend der Elfringhauser Schweiz unterwegs. Das hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal wieder eine Strecke hier in der Gegend ausgesucht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. So, jetzt gibt es erstmal wieder einen Tee. Ja, ich habe gehofft, ich habe ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter. Aber es hat gerade dann doch ganz schön geregnet. Ist schon einiges nass geworden. Habe ich mich noch ein bisschen verlaufen. Bin nicht so gute
ein bisschen mehr als einen halben Kilometer in die falsche Richtung gegangen. Na gut. Wenn man nicht aufpasst, muss man halt wieder zurückgehen. So, wollen wir mal sehen, dass wir das Wassereis kriegen. Gut, dass ich mich für die Hütte hier entschieden habe zum Pause machen. Weil jetzt fängt es gerade langsam wieder an zu regnen. Manchmal macht man es doch richtig. So, das Wasser kocht. Da wohl wohnt. So, gleich bin ich wieder am Auto zurück. Irgendwie ist alles nass. Es regnet immer mal wieder so ein bisschen. Vorhin hat es richtig stark geregnet. Ich hoffe mal, euch hat es genauso gefallen wie mir. Trotz des Wetters. Und bedanke mich fürs Mitkommen. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal wieder reinschaut. Sag doch mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.